Die verlorenen Gleichnisse der Götter wurden einst in den Reliquiaren von Orsica aufbewahrt. Ein Gleichnis der Melandru. Eines Tages führte ihr Weg die Göttin Melandru an einen Fuchsbau vorbei, aus dem die hungrigen Schreie von Welpen erklangen. Sie lauschte am Boden und erfuhr, dass ihre Mutter, die Fee, vom Bauern getötet worden war. Die jungen Füchse waren dazu verdammt zu verhungern. Das war der Lauf der Natur. Melandru jedoch machte sich auf den Weg zum Bauern und fragte ihn, warum er die Fee getötet und so den Tod der Welpen heraufbeschworen hatte. Der Bauer erklärte, dass die Füchsin eins seiner Hühner getötet und er deswegen an ihr Rache verübt hatte. So, sagte Melandru, ist es der Lauf der Natur. Wochen über Wochen vergingen und eines Tages betete der Bauer und rief im finstersten Augenblick seines Lebens Melandrus Namen. Die Göttin erkannte, dass er trauerte und fragte ihn, was geschehen war. »Die Wölfe«, sagt er, »haben mir meine Tochter geraubt. Kannst du sie mir zurückbringen?« Und es war keine Spur von Lieblosigkeit in Melandrus Stimme, als sie ihm antwortete, »Nein, dies ist der Lauf der Natur.« Ein Gleichnis des Grent. An Grents Ohren drang der Ruf der Seele, einer, die lange und tief gelitten hatte. Der Gott konnte dem Ruf dieser Frau nicht widerstehen, denn sie spürte keine Gnade mehr in sich. Ihr Mann hatte ihr Grausames angetan, und so folgte sie dem Ruf der Rache. Sie stieß das Messer mit aller Macht in sein Herz und bat um Grents Urteilsspruch. Als Grent auf sie und den Ehemann hinunterschaute, den sie gerade gemeuchelt hatte, erkannte er, dass sie ihn einst geliebt und ihm Kinder geboren hatte und dass sie ihm eine gute und treue Frau gewesen war. Er erkannte, dass der Mann sie nie geliebt hatte. Ganz im Gegenteil. Er hatte sie und die Kinder abgelehnt, denn in seinen Augen wollten sie ihm nur die Taschen plündern. Grent erkannte, dass der Mann nicht treu gewesen war und niemals gütig. Er erkannte, auf welch vielfältige Weise der Mann seine Frau misshandelt hatte. Und daraufhin sagte der Gott des Todes, »Ich sehe, Frau, dass ihr unschuldig seid, euren Mann ermordet zu haben. Wenn eure Zeit gekommen ist, werdet ihr für das, was ihr getan habt, zahlen.« »Ich verstehe«, sagte die Frau, als sie das Haupt vor Grent neigte. »Und nun«, sagte Grent, »lasse ich euch die Wahl. Ihr könnt jetzt mit mir kommen und zusehen, wie euer Ehemann für seine Missetaten leidet. Oder ihr geht, und ich werde euch erst zu mir rufen, wenn eure Zeit gekommen ist.« Die Frau sagte, »Ich gab meinem Ehemann meine Liebe und mein Leben. Ich werde mitkommen, um das Ende dieser Geschichte zu erleben und sein Leid zu sehen. Die Gewissheit, dass ich seine Qualen sehe, wird ihm noch größere Schmerzen bereiten.« Und so geschah es. Ein Gleichnis der Dwainer. In einer kalten und mondlosen Nacht näherte sich ein Mann einem Bauernhof. Es war so finster, dass er das Licht einer Kerze benötigte, um nicht vom Weg abzukommen. Der Bauer hörte ihn und rief, »Was habt ihr zu schaffen?« Der Bauernhof lag in tiefster Dunkelheit. »Ich suche Schutz vor dem kommenden Sturm«, sagte der Reisende. »Würdet ihr mich an euer Kochfeuer bitten?« Der Bauer fürchtete sich davor, im Sturm in die Dunkelheit hinauszutreten, doch noch mehr fürchtete er den Fremden. Also antwortete er, »Nein, das kann ich nicht.« Traurig wünschte der Reisende dem Bauern alles Gute und kämpfte sich weiter. Ein Stück weiter den Hügel hinunter fand er eine Familie, die ihm Schutz und Obdach bot. Der Bauer erlebte die schlimmste Nacht seines Lebens. Ein Baum stürzte auf sein Haus und zerquetschte sein Bein. Er bat Dwainer nicht um Hilfe, da er wusste, dass er sie nicht verdient hatte. Für ihn gab es keinen Morgen. Ein Gleichnis des Balthasar. Balthasar, der Gott des Krieges, schritt über ein Schlachtfeld des Todes und segnete jede der Leichen für ihre Tapferkeit. Doch dann kam er zu jemandem, der nicht gekämpft, sondern sich versteckt hatte. Balthasar nahm den Gestank der Angst wahr und griff in den Mann hinein, um seine Seele hinauszuziehen. Er hielt sie fest und betrachtete sie kritisch. Die Seele war im Tod nicht mutiger, als sie es im Leben gewesen war. Sie zitterte und wimmerte. Sie beugte den Rücken und verbarg ihr Gesicht. »Für dich«, sagte der Tod, »ist hier kein Platz. Deine Anwesenheit besudelt diese mutigen Männer und Frauen, die ehrenvoll im Kampf gestorben sind. Hinter ihnen wirst du dich nicht mehr verstecken.«
Balthasar legte die Seele zusammen, bog sie und brach sie, zermalmte sie, bis sie in seinen zusammengelegten Händen verborgen war. Dann öffnete er weit den Mund und verschlang die Seele im Ganzen. Nachdem er sie verschlungen hatte, rief Balthasar den Toten zu: »Im Leben habt ihr diesen Feigling mitgetragen. Jetzt trage ich ihn, und er soll mich daran erinnern, dass man Stärke und Mut nie für selbstverständlich halten darf.« Ein Gleichnis der Lissa. Aus der Dunkelheit trat ein Kind hinaus in das Licht des Lagerfeuers, und das Kind sprach: »Ich bin Lissa. Ich bin gekommen, um euch zu lehren, was Illusion und was Wahrheit ist.« Doch die Soldaten glaubten ihr nicht. Sie lachten und sagten: »Wenn ihr Lissa seid, dann zeigt uns eure Schönheit. In dieser dunklen Nacht können wir sie sicher brauchen. Wir haben die Hoffnung auf ein Ende dieses Krieges verloren.« Das Kind trat mit einem Lächeln göttlicher Anmut heran. »Teilt euer Essen mit mir und als Dank für diese Freundlichkeit werde ich euch eine Schönheit zeigen, wie ihr sie im ganzen Leben nie wieder erblicken werdet.« Und das war es, was die freundlichen Soldaten taten, und das Kind aß, und man sah ihm an, dass es großen Hunger hatte. Als der letzte Knochen zu Boden geworfen und die letzte Bohne verschluckt war, stand das Kind auf und sprang um das Lagerfeuer herum. Die Männer lachten und zogen es wegen seines wilden Tanzes auf, bis es einen nach dem anderen am Kopf rührte und sie in einen tiefen Schlaf fielen. Sie alle träumten, und wenn auch jeder einen anderen Traum träumte, so war es doch immer eine Vision ihres Lebens nach Kriegsende. Ehefrauen, Kinder, Reichtümer, Felder, Wälder und Wiesen, Gesundheit und Frieden. Als sie am Morgen aufwachten, war das Kind verschwunden und der Feind gekommen. Sie kämpften mit Freude im Herzen und mit ganzer Macht, denn sie dachten an ihre Träume und wussten, dass sie den Krieg gewinnen würden. Sie alle kämpften mit Leib und Seele und jeder von ihnen wurde getötet, einer nach dem anderen.